Er nennt hier 6 oder 7 Ursachen, durch die eine kleine Sünde zu großen wird. Und natürlich diese Ursachen, wenn wir sagen, eine kleine Sünde wird zu großen, wegen diesen Begleitumständen, dann wird eine große Sünde noch größer wegen ihr. Wenn eine große Sünde in diesen Umständen und Verhältnissen praktiziert wird, wächst sie zu einer noch schlimmeren an. Das erste davon ist, darauf zu verharren. Darauf zu verharren, wie verhadert diese Sünden praktizieren, davon nicht ablassen. Und wisst ihr, was verharren heißt? Das ist auch so eine Frage. Verharren bedeutet, die Sünde zu machen und die Absicht zu hegen, sie wieder zu machen. Das ist verharren. Die Absicht zu hegen, sie immer wieder zu machen, auch wenn er sie nicht macht. Das nennt man das der Al-Israr. Es wird überliefert in einem Hadith von Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, der dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zugeschrieben wird. Es ist aber eine Aussage von Ibn Abbas. Also das wird überliefert einmal als Aussage des Propheten über Ibn Abbas und einmal als Aussage des Ibn Abbas selbst. Und dieser Riwaya ist authentisch. Das nennt man Al-Mawquf. Darin sagte er, La sarirata ma'a israr. Es gibt keine kleine Sünde mit dem Israr, mit dem Verharren auf einer Sünde. Das Verharren auf einer kleinen Sünde macht sie zu großen Sünde. Und hier sollten wir eine Sache wissen. Und zwar, die Vergebung einer großen Sünde, die Vergebung einer großen Sünde, die aufgehört hat, also die stattgefunden hat, und der nicht ihresgleichen gefolgt ist, ist eher zu erhoffen als die Vergebung von kleinen, immer wieder aufeinanderfolgenden Sünden. Und das Beispiel dafür, das Gleichnis dafür ist, wie, also den Schaden, den eine immer wieder aufeinanderfolgende kleine Sünde anrichten kann, ist wie, wenn du für längere Zeit einen Tropfen Wasser auf einen Stein oder auf einen Fels oder auf einen harten Boden tropfen lässt. Irgendwann wird der Abdrücke hinterlassen. Wenn du aber die gleiche Menge Wasser auf einmal draufwerfen würdest, würde da vielleicht nichts passieren.